Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Donnerstag, den 30. Juni. Am Mittwoch gab es im Kreis Jugendfeuerwehrzeltlager in Münchehagen Spargel zu essen. Das freute die 9-jährige Zoe Rauer von der Jugendfeuerwehr Holdorf. Sie mag gerne Spargel und vertilgte mehrere Stangen. Die Küchencrew freute sich, dass das Edelgemüse den Kindern schmeckte. Kaum eine Stange landete im Müll. Was es sonst noch gab? Der neue Steg machte sämtliche Zeltstätten des Lagers wieder zugänglich und mehrere Politiker besuchten das Lager. Mehr dazu in der Donnerstagsausgabe der Hake. Die jungen Teilnehmer der Kinderuni an der Nienburger Volkshochschule lauschten fasziniert der Wissenschaftlerin Sandra Vogel. Mit dem Versuch am Aquarium erklärte sie, wie Meeresströmungen entstehen und welchen Effekt sie auf das Klima der Erde haben. Die Kinderuni läuft noch bis kommenden Freitag. In Husum geht eine Ära zu Ende. Nach 70 Jahren im Familienbesitz gibt Wolfgang Grunewald seinen Salon in andere, jüngere Hände. Seine Mitarbeiterin Cornelia Schmidt übernimmt ihn. Die ersten 35 Jahre hat sein Vater Fritz Grunewald den Salon geführt. Die letzten 35 Jahre war Wolfgang Grunewald in zweiter Generation der Chef. Der Niedersächsische Landesrechnungshof weist in seinem aktuellen Jahresbericht darauf hin, dass 29 der bisher 80 Amtsgerichte in Niedersachsen in der derzeitigen Struktur nicht zukunftsfähig seien. Er empfiehlt die Überprüfung und rät zur Zusammenlegung und Schließung. Auch Stolzenau gehört zu diesen 29 Standorten. Damit ist die Debatte um den Amtsgerichtsstandort Stolzenau erneut entfacht. In den politischen Lagern regt sich jedoch Widerstand. Nienburgs Bürger stellen wieder aus. 110 Bilder, Fotografien und Objekte sind zusammengekommen. Die werden ab kommenden Sonntag, dem 3. Juli, in der mittlerweile 11. Bürgerausstellung der Galerie N gezeigt. Die Vernissage in Nienburgs Leinstraße beginnt um 15.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Donnerstag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.